Head Coach Philipp Lukas, dritter Preseason-Erfolg in Serie gegen Augsburg daheim. Es war erneut ein knappes Match. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, guter Test für uns. Gute Mannschaft aus Augsburg. Wieder ein enges Spiel von uns. Ja. Wir sind vorangegangen, sind in Führung gegangen. Dann natürlich ausschlaggebend war, im dritten Drittel bei 1-0 gleich einen Shorty zu erzielen. Das hat irgendwo die Basis gelegt zum Erfolg heute. Aber sage ich, mit Ausnahme einiger Phasen, vor allem im zweiten Drittel, wo wir die Scheibe meines Erachtens zu leichtfertig verwaltet haben, war das dritte Drittel wieder unser Bestes, weil wir die ganze Eisfläche gespielt haben und weniger Turnovers hatten und uns somit eine bessere Chance gegeben haben, unseren Gegner auch unter Druck zu setzen. Du hast zuletzt angesprochen, dass man noch ein bisschen die Praxis fehlt im Powerplay. Heute hatte man einige Möglichkeiten in Überzahl, vor allem am Anfang wirkt es sehr dynamisch, dann wieder ein bisschen statischer. Was hat gefehlt, um da einen Erfolg zu feiern? Ja, wir haben es nach dem zweiten Drittel angesprochen. Ich denke, dass gute Looks da waren und die Scheibe auch großteils gut bewegt worden ist, dass der Abschluss zu wenig gesucht worden ist. Das haben wir angesprochen, es war dann im dritten Drittel meines Erachtens wieder besser. Wir hatten mehr Scheiben zum Tor, wir hatten auch Verkehr vor dem Tor und hatten Leute in Positionen, die Scheibe zurückzuerobern. Und ich bin nicht unzufrieden für das. Wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander, glaube ich, keinen einzigen Rap bekommen und heute waren es doch einige. Und wir haben die Scheibe großteils ganz in Ordnung bewegt, haben uns an das gehalten, was wir uns vorgenommen haben im Breakout und auch beim Face-Off hatten wir einen Plan. Also ich glaube, wir hätten ohne weiteres die Möglichkeit gehabt, erfolgreich sein zu können. Außer im zweiten Drittel waren wir einfach, wie du es gesagt hast, etwas statisch und haben die Scheibe zu langsam bewegt. Aber grundsätzlich kam auf dem Aufbauen. Jetzt haben wir diesen ersten großen Härtetest mit drei Spielen in Serie bravourös gemeistert mit drei Siegen. Worauf liegt jetzt in den nächsten Tagen bis zum nächsten Match in Regensburg der Fokus denn auch im Training? Ja, es geht ja relativ schnell weiter. Wir haben heute einen Post-Game-Lift und wir haben morgen frei. Dann bereiten wir uns Freitag, Samstag vor auf das Spiel in Regensburg am Sonntag und haben wieder eigentlich drei Spiele in sechs Tagen mit zweimal Budweis, einmal zu Hause und einmal auswärts, was weitere gute Tests sein werden für uns. Und das Ziel ist es, sich weiterzuentwickeln, unseren Prozess, den Schritt nach vorne zu machen pro Woche. Und jetzt gilt es, dieses Spiel zu evaluieren, anzusehen und zu schauen, in welchen Areas wir am Freitag und Samstag ansetzen können.